最後の一人はあいつだ。焦る。第六宇宙最後の選手はキッド選手です。キッド ist aber auch leider der stärkste。ピッコロ、危険しろ。キャベは俺が相手をする。いいだろう。俺はここまででいい。Ich sage, es ist wichtig, dass Vegeta gegen Kaba kämpft. Auch und er verliert gegen Hit. Das ist auch eine ziemlich wichtige Sache. Okay. Dann geht's mal auf in den Kampf. Ja, doch schon. Und größter Krieger, was von Universum 6 Hit, oh Gott, diesen Titel hätte man auch nicht schöner gestalten können. Vegeta, keine Sorge. Ich kümmere mich um Hit. Und du machst einfach Kaba so lange fertig. So, wenn es fertig ist, wäre für ihn ein Senpai. Denn das hat er, oder das war er für Kaba in dem Kampf oder beziehungsweise nach dem Kampf noch ein Stück weit. Das ist ziemlich cool zu sehen, ehrlich gesagt. Oh, oh, oh. Hat Kaba eben mal gezeigt, wie man ein Super Saiyajin wird. Das konnten die Saiyajins das um 6 nämlich noch gar nicht erreichen. Zwar gab es da auch einen Freezer. Aber er hat offenbar weniger Interesse daran, die Saiyajins auszulöschen. Und mehr daran, einfach an sich ein bisschen Macht zu haben. Was ich jetzt prinzipiell auch. Sollte das mit Freezer halt auch ausgehen können. Eine Alternative insofern nicht, dass sein Charakter von irgendwas ist. Also nicht komplett halt. Aber schon ein Stück weit andere Ziele. Scheiße, waren das gerade einfach nur eine Handvoll Schläge von Hit? Aber ich kann Hit gar nicht mehr weiter verletzen. Toller Mist. Gut, Vegeta, könntest du es bitte mal beenden, damit Kaba? Ich meine, ich denke jetzt schon die ganze Zeit ab. Und was machst du? Du brauchst Ewigkeiten, um dich in einen Super Saiyajin zu verwandeln und um jemanden beizubringen, wie das geht, obwohl das dein Sohn, weiß ich nicht. Oh, naja. Und so war ein neuer Super Saiyajin in den Universen geboren. Wahnsinn, ich kann halt immer noch nicht wehtun. Aber ich kann Kaba wehtun, dann kümmere ich mich doch jetzt erstmal wirklich so um Kaba. Ach, ja, okay, gut. Riecht sich auch von selbst. Oh, jetzt haben sie Vegeta im Blue raus. Oh, das haben sie gut dargestellt, jetzt allerdings in dem Spiel wieder. In der neuen Mission. Gut, Vegeta, dann guck du mal, dass du Hit weiter runterklopfst, wenn du dich offenbar schon eben kümmern möchtest. Das Hit Vegeta, ja, ja. Ist ja nicht so, als hätte ich den schon genug geschadet, so. Aber das Ganze hätte auch schneller gehen können, weil dadurch, dass ich Hit nicht mehr weiter verletzen konnte, konnte er mich halt die ganze Zeit irgendwie angreifen, ne? War jetzt nicht so geil durchdacht von dir, Vegeta, allein. Ich werde aber nicht verlieren. Nie im Leben werde ich verlieren. Na. Außer Kaba haut jetzt ein bisschen rein. Hallo, das reicht mir jetzt aber auch. Okay, okay, okay. Alles gut. Chill mal. Ich habe noch so ein paar Energiekapseln übrig. Nur als reine Vorsichtsmaßnahme.
Als ob ich direkt danach doch nochmal wieder gegen Hit kämpfen muss. Weil Vegeta ist ja, glaube ich, nicht so richtig drauf hat. Oh, der tat weh. Der war gut von Cover, das muss man sagen. Oh, 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 oh. Nein. Hallo, du bist doch fast tot. Jetzt lass mich doch einfach mal bitte kurz das erledigen. Dankeschön. Finisher. So gefällt es mir doch. Die? Meinetwegen. So. Suche nach Perfection. Hä? Ja, wie geht er ein bisschen im Arsch? Weil Hit stärker ist. Warum jetzt nicht Son Goku? Nein, er wurde, aber also Hit wurde auf jeden Fall gestärkt. Ist ja nicht so, als wäre er eh schon stark genug. Scheiße, dass es Monaka nicht gibt. Einfach so als Troll. Ich meine, Mr. Satan ist auch in jedem Spiel vorhanden. Mit Mr. Satan war es damals auch extrem schwierig, gegen Cell irgendwas auszurichten in den Dragon Ball Spielen. Man muss es trotzdem. Ich spiele heutzutage, mein Gott. Hallo, ich kann Hit schon wieder nicht weiter schaden. Also könnten wir bitte dieses Blabla hier zum Ende kommen lassen. Bitte schnell, bitte. Hallo. Meine Güte. Was soll ich denn hier machen? Einfach weiter gucken, was die hier so labern oder was? Ja. Schön, dass er stärker geworden ist. Ich möchte ihm. Oh. Ich kriege ja die Krätze, wenn ich mir das an. Wie soll ich denn hier was besser als D bekommen, wenn ich hier halt auch schlecht auf die Fresse kriege, weil ich ihn halt eigentlich so schnell runtergekloppt habe? Tut mir leid, aber das entzieht sich mir halt jeglicher Logik. Komm schon, Heat. Ja, nee. Ist jetzt auch gar nicht unfair. Oh, ja. Was soll der Scheiß? Jetzt kommt Son Goku noch dazu. Okay, also Beerus will auf jeden Fall nicht Monaka kämpfen lassen. Das hat halt auch einen Grund. Wieso kann ich schon wieder nicht schwächen? Was soll denn der Kack? Was ist das für ein Scheiß hier schon wieder? Meine Fresse. Jetzt reicht's ja auch mal. Ein schönes Wochenende euch. Meine Güte. Schön, dass ich es jetzt vorwegnehme. Monaka ist nur dabei, um Goku zu motivieren. Jo, das sagen sie jetzt auch. Und ich kann wieder keinen noch Lebensenergie abziehen. Das ist doch echt lachhaft. Das ist doch lachhaft. Dann sollen sie ihre Story dann auch schneller beenden können. Ich meine, ich kann
einfach nicht mehr den Leuten abziehen. Ehrlich, guck das mal an. Da hinten, da kämpfen Goku und Tit. Dann kümmere ich mich noch mal ein bisschen mit um Hit. So, und jetzt geht's endlich weiter mit der Story. Und auch Zeit. Wow, das haben sie echt episch hinbekommen. Fast genauso episch wie... Naja gut, jetzt die Szene hat eben gefehlt hier im Spiel, aber fast so episch wie... Oh. Auf jeden Fall schön, dass sie es nochmal einzeln inszeniert haben, dass er die Kaioken wieder benutzen kann. Ich glaube, es macht sogar Sinn. Weil er nämlich als Super Saiyan God viel, viel mehr Kontrolle über seinen Ki hat und nicht Gefahr läuft, sich einfach komplett zu übernehmen, indem er die Kaioken noch drauf ballert. Es macht einfach Sinn. Das ist krass bei der Erklärung. Wenn man die jetzt wieder benutzen kann und früher nicht. Gut, wenn jetzt einige ankommen, aber im Turnier im Jenseits, das hast du auch benutzt. Ja, ja. Das hat er zwar in einer ganz kurzen Szene. Und in dem Fehler. Als er nicht im Manga vorkam. Nein! Ja, es reicht. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das Nachhafte ist, das halt auch. Ich verliere halt Energie, weil die mich halt weiterhin angreifen können, während ich gucken muss, was ich mache, weil die mir halt, weil ich halt keine Energie mehr abziehen kann. Weil ich halt bis zu einem gewissen Punkt runtergekloppt habe. Das ist halt irgendwo lachhaft. Weil die jetzt doch ein bisschen nervig wären. Dann sieht es auch schon mal besser aus von der Gesundheit her. Mein Gott, jetzt ist aber auch mal gut gewesen. Kaba, komm. Und. Nein. Nein. Au. Echt ein Fehler, solange nicht mehr gespitzt habe. Fuck. Boah, mache ich mir jetzt zum Schuh der Woche, ey. Das gibt es doch nicht. Boah, der war mies, Kaba. Ramira und Toba können da ja gar nicht theoretisch mehr hinterstecken. Ich meine... Das Problem haben wir ja zumindest wieder vorerst erledigt. Also bis zum nächsten Xenoverse-Titel. Toll. Das ist doch lachhaft. Oh, super.